So, ich komme nach Hause und schon, Paket ist da, meine Kite Creators. Ganz klare Sache, natürlich bei Titus, unserem Geschäft des Vertrauens, sage ich jetzt mal. Yeah. Kite Creators in 83A, Hammer. So, die Lage habe ich gestern schon fertig gemacht, die gehe ich mal direkt holen. Da haben wir sie schon. Ich freue mich wie ein kleines Kind, Alter. Boah, wie geil. Die werden natürlich gleich direkt mal getestet. Ein Lager draufsetzen, dann Spacer, dann wieder ein Lager draufsetzen, dann erstmal den äußeren Teil der Rolle drauf, zack, drin, einfach nur umdrehen, zack, drin, Speedring drauf, zack, Mutter drauf, zack. Also ist halt am einfachsten, die Lager zu wechseln, kann ich nur empfehlen. Falls ihr nur Rollen tauscht und keine neuen Lager habt, einfach so die Mutter die Schraube halb rausgucken lassen, dann einfach nur einmal hin, einmal wieder in die Richtung, gleich nochmal zurück und dann hat man die andere Seite einfach nur drauf, zack, und schon hat man das Lager draußen. Ich mach's jetzt hier wieder rein, weil es drauf Mensch. Ich sag euch jetzt schon mal, das wird gleich ein Riesenspaß, die Dinger zu sliden. Eigentlich würde ich jetzt am liebsten schon losrennen und einfach nur, ja, machen. Scheiße. Coole Sache, auf jeden Fall. Ja, Board ist umgebaut. Ihr habt mal gesehen, wie es eigentlich am einfachsten ist, die Lager raus, rein, genauso wie Spacer mit einzubauen, um dann nicht rumfummeln zu müssen. Ja, bis die Dinger reingehen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch. Peace.